Und willkommen zu meinem Video. Okay, jetzt ist die Kamera aber gerade ein bisschen verschoben. So, jetzt haben wir es. Ja, ein kleines Update zu meinem PC-Projekt. Also, nachdem ich den PC dann den ersten auseinandergebaut habe und das dann nicht funktioniert hat und ich dann noch voll viel dafür gekauft habe, um es aufzustocken und ich dann sogar noch ein Gehäuse geholt habe und es dann immer noch nicht funktioniert hat, habe ich dann aufgegeben und habe mir, wie gesagt, einen gebrauchten Turm geholt. Den habe ich dann einfach mit allem, was noch so als Bonus da war, was ich noch gekauft hatte, einfach verbessert. Und ja, ich bin jetzt eigentlich mit dem ganz zufrieden und das wird dann, wenn ich dann umgezogen bin, hier in den Salon, wird das dann mein Haupt-PC. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ich hätte voll Lust, wieder die Sims 2 zu spielen. Das war ein Spiel, das ist schon ewig alt. Und ich hatte einfach voll Lust drauf. Dann habe ich also auf jeden Fall das versucht, in meinen PC zu stecken und ging nicht. Dann habe ich versucht, in den neuen PC reinzustopfen. Ging auch nicht. Wobei, habe ich das gemacht? Durfte aber trotzdem nicht gehen, weil das ist ein 64er. Und das Spiel läuft noch 32er. Auf jeden Fall ging es nicht. Und dann bin ich ins Internet gegangen und dann habe ich Leute angeschrieben und die meisten haben mir dann immer zurückgeschrieben, ja, nee, geht nicht, nee, funktioniert nicht. Und dann habe ich einen netten Händler gefunden und der hat mir dann auch den Angebot zu einem guten Preis und alles und der war auch bereit, den zu liefern. Und der Preis war inklusive, das waren knapp 50. Ja, ich glaube, es waren 50, könnten auch, nee, 50 müssen es gewesen sein. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich den dann gekauft habe und bei dem PC ist ein Laufwerk dabei. Und das Laufwerk hat nicht funktioniert. Dann habe ich auf jeden Fall mein externes Laufwerk angeschlossen, habe damit die Sims installiert und alles. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja mal den Händler fragen. Also erstmal habe ich die Kabel ausgetauscht, weil meistens, wenn sowas nicht funktioniert, ist erstmal Kabel austauschen eine hilfreiche Sache. Und dann habe ich auf jeden Fall den Händler angeschrieben und habe gesagt, ja, hat das Laufwerk funktioniert, also vorher noch. Und er hat gesagt, ja. Und weil es ein so netter und vertrauenswürdiger Mensch war, habe ich dem dann vertraut und habe gesagt, okay, ob er mir erklären kann, wie man das Laufwerk auf dem PC aktiviert. Was ich nicht wusste, ist, dass man SATA-Steckplätze aktivieren und deaktivieren kann. Ob es mit den heutzutage mit den PCs noch funktioniert, weiß ich nicht, aber bei denen damals funktionierte es und ja, da habe ich das auf jeden Fall. Hat der mir dann eine Anleitung geschrieben, die habe ich dann auch befolgt und alles so gemacht, wie das da stand. Und dann hat das Laufwerk auch tatsächlich funktioniert und dann kann ich jetzt wieder die Sims 2 spielen. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Es ist wirklich toll, so wenn man sich so, wenn man so die Mega-Nostalgie hat. Das war so eins der ersten Spiele, wo ich dann schon älter war, wo ich gespielt habe. Also so wo kein Lernspiel war. Es war also wirklich so, das war das Spiel, das mich später zum Gaming gebracht hat. Ich meine, ich spiele ja unglaublich gerne. Ich spiele Harvest Moon im Moment parallel, die Sims 2. Ja. Da noch was? Ja, und dann noch so zwei, drei Spiele auf meinem iPod und sowas. Also ich bin, wie sagt man so schön, ich daddel gerne und zwar sehr viel. Und ich spiele auch verschiedenste Spiele, die es so gibt. Also ich habe da kein festes Genre. Ich spiele Assassin's Creed gerne, ich spiele aber auch gerne die Sims, ich spiele Harvest Moon. Wobei, so tendenziell mag ich so Spiele, so Lebenssimulationsspiele, sehr gern. Was voll komisch ist, weil so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in meinem Leben komme ich überhaupt nicht klar.
Hauptsache Lebenssimulation zu spielen oder so Farming-Simulationen, obwohl ich, wenn ich, wenn nur ein Regenwurm irgendwo ist, dann oder eine Spinne, dann renne ich 7 mal 7 Meter weg, damit ich nicht mit denen irgendwie in Berührung komme. Aber Hauptsache dann so Online-Geschichte oder so bei so Spielen, das dann doch voll toll finden. Ja, schon irgendwie schräg. Aber ja, durch die Sims 2 bin ich wirklich so richtig zum Spielespielen gekommen. Und dass ich das jetzt wieder spielen kann, ist für mich wirklich mega. Und es war mir auch unglaublich viel wert, da rein zu investieren, weil ich muss zugeben, ich hätte auch noch ein neues Laufwerk gekauft. Ich hätte alles getan, um dieses Spiel wieder spielen zu können, weil das war einfach so, ja. Ich habe mir auch die Spiele neu kaufen müssen, weil ich habe die in der Zwischenzeit verkauft gehabt. Und ja, ich habe ja jetzt, also hier in diesem Zimmer habe ich jetzt eine Kiste mit meinen ganzen Spielen drin. Und da habe ich ja schon mal wieder gemerkt, wie viele Spiele ich überhaupt habe. Und habe mir so gedacht, upsie. Und ja, und durch die Umbauarbeiten und alles bin ich lange jetzt nicht dazu gekommen, Spiele überhaupt zu spielen. Und jetzt, deswegen habe ich jetzt erstmal hier so eine Schleuse gemacht, damit, wenn es dann soweit ist, dass ich dann bald wirklich anfangen kann, wieder Spiele zu spielen auf meinem Fernseher. Und jetzt mit dem größeren und klareren Bild wird es auch nochmal interessant. Und ja, das ist auf jeden Fall, ja, das ist jetzt das Ende vom PC-Update. Jetzt habe ich auf jeden Fall in dieses Zimmer, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich das mache, müssen jetzt 4 Türme rein. Und die sind nicht gerade schmal. Tja, das ist eine spannende Kiste. Aber ich habe auch schon überlegt, das muss ich jetzt wirklich zugeben, dass ich vielleicht das ganz anders angehe, nämlich so, dass ich dieses Zimmer sozusagen zu meinem Sommerzimmer mache und mit Leo hier bloß in Sommer reinziehe und im Winterhalbjahr, das hieße dann für mich nämlich, dass ich bloß 2 PCs hier reinstelle und ja, und auch bloß den Platz für 2 Dinge bräuchte und auch Leo und ich nicht unbedingt umziehen müssten. Also, dass wir im Zimmer drüben bleiben und es einfach ein bisschen anders machen. Aber das muss ich alles wirklich, da muss ich noch ganz genau drüber nachdenken, wie ich das mache, was ich da mache, ob ich das mache und so weiter. Gerade sehr viel zum Überlegen, aber ganz ehrlich, wenn du gerade mal gefühlt 20 Minuten reden kannst, denkst du über sowas noch nicht nach. Da ist es noch so, da schiebe ich gerne nicht mehr die Zeit und schiebe das noch auf. Yes. Ja, schreibt mir mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare so. Habt ihr schon mal so versucht, einen PC zusammenzubauen? Habt ihr so ein Spiel, das euch zum Spielen am PC gebracht habt? Ihr könnt mir aber auch gerne noch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.de. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss. Ach komm, die Fernbedienung.